Ich Dummkopf hab's geschafft, mein Kabel von meiner Kamera bei einem Freund zu lassen. Darf ich mit meinem Handy aufnehmen? Aber kommen wir doch zu wichtigeren Themen. Jochen hat uns angeteased, dass es nächste Woche um Live-Musik gehen wird. Übrigens haben wir jetzt ein super cooles Himmelbett-Sofa-Ding. Und ich wollte jetzt einfach mal ein bisschen darüber reden. Ich meine, klar, Live-Auftritte hatte ich schon. Krasseste waren bisher die Videodays. Lanxess Arena, 15.000 Menschen, aber dafür habe ich dann auch wirklich monatelang trainiert. Ich weiß halt noch letztes Jahr, als ich mich mit meinen Background-Tänzern in den Sommerferien jede verdammte Woche, wenn nicht sogar zweimal pro Woche getroffen habe. Und das für zwei Lieder, wovon die Choreos halt auch super einfach waren. Deswegen habe ich auch ein bisschen Angst, weil so spontan live singen ist halt echt nicht so cool. So besonders eigene Songs sind immer so eine Sache, weil ich halt einfach nicht gut arrangieren kann, beziehungsweise es auch noch nie wirklich versucht habe und deswegen immer nur super einfache Begleitungen spiele, die so wirken, als hätte ich gerade gestern erst Klavier gelernt. Ich meine, ich habe auch schon eigene Songs bei Konzerten gespielt. Ich habe auch mal eine Zeit lang mit Loopstation gearbeitet. Aber das ist trotzdem so eine Sache, wo ich einfach super viel Schiss habe und wo ich dann lieber so ein Instrumental hinter mir habe oder irgendwie ein gewisses Standbein, zum Beispiel Cover. Weil wenn ich ein Cover singe, weiß ich halt, ich erreiche die Menschen, weil sie das Lied kennen, höchstwahrscheinlich. Mit meinen eigenen Songs traue ich mich halt einfach bisher noch nicht so, weil ich Angst habe, dass es nicht gut ankommt. Ich hoffe jetzt einfach, dass es nicht so schlimm wird, wie ich jetzt momentan befürchte. Und dass ich es irgendwie so ein bisschen überspielen kann, dass ich meine eigenen Songs nicht gerne vortrage. Deswegen finde ich Schauspielern halt auch einfach cooler, weil du hast deine Rolle, du kannst Eigenschaften vortäuschen, die du normalerweise nicht hast. Und wenn deine Rolle halt selbstbewusst ist, dann bist du auch in dem Moment selbstbewusst. Und das kann man in echt halt nicht einfach so machen. Und man will ja auch nicht die ganze Zeit was in seinem Leben vorspielen müssen, also so tun, als ob man selbstbewusst wäre oder so. Aber ich muss sagen, da hilft mir jetzt Hot Music echt momentan, weil ich hart aus meiner Komfortzone rausgekickt werde. Ich muss halt auch einfach Sachen tun, die ich normalerweise nicht tun würde, zum Beispiel frei vor der Kamera reden. Deswegen kann ich auch verstehen, wieso man meine Videos bisher noch ein bisschen cringy finden könnte. Ich entschuldige mich zutiefst dafür. Ich bin Anfänger. Ist halt auch einfach was komplett anderes. Ein Cover aufzunehmen, dazu ein festes Video zu machen und hochzuladen oder etwas zu tanzen, als einfach so rumzulabern und zu hoffen, dass Leute es nicht allzu schlimm finden. Übrigens hat dieses Himmelbett auch noch pinke Lichter. Ich möchte es nur kurz erwähnt haben. Also dann, das war's jetzt. Ich gehe jetzt weiter lernen. Gebt diesem Video doch einen Daumen nach oben, wenn ihr mich beim Lernen unterstützen wollt. Oder auch, wenn ihr es nicht tun wollt. Hier kommt ihr zu meinem Kanal und hier kommt ihr zu einem anderen Funk-Kanal, und zwar Code Mirror. Und die ist nämlich super cool. Und in der Infobox findet ihr alle anderen How to Music Musiker und den How to Music Kanal, auf dem jeden Samstag eine neue Folge kommt. Tschüss!